Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist Ostern und bevor ich mich mit meiner Familie an den Kaffeetisch setze, habe ich beschlossen, noch 3 Tage so eine kleine Timeout zu machen und bin auf dem Weg ins Trommelwirbel Elbsandsteingebirge. Ja, ich wollte mal gucken, ich hatte noch nicht alle Etappen des Malerweges erwandert und darum wollte ich vielleicht mal noch 2 Etappen hinter mich bringen. Ja, freut mich, dass ihr auch da seid. Bleibt einfach dran. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn ja, perfekt. Wenn nein, einfach unten auf Abonnieren klicken. Glocke nicht vergessen. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann lasst uns starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Morgen, die erste Nacht habe ich gut verbracht. Ich stehe hier auf einem Wanderparkplatz und ich glaube, es scheint die Sonne. Ich schaue mal raus. Oh, sieht ja schon mal gut aus, oder? Ach, der Stellplatz, den ich hier im Dunkeln gefunden habe, ist echt ganz gut. Schaut mal. Da hinten steht noch ein Camper. Und an der anderen Seite auch gut. Und das Coole, Stellplätze mit Mülleimer sind genial. Wegen der Toilette. Ich habe gerade festgestellt, ich habe tatsächlich ein kleines Problem. Ich habe keine Haarbürste dabei. Nur ein Kamm. Mal schauen. Ihr werdet dann sehen, wie zerzottelt ich aussehe dieses Wochenende. Ich frage mich gerade, warum Wintergas auch nicht in voller Flamme brennt. Es sind hier vielleicht 3 Grad jetzt und ich habe mir extra Wintergas besorgt, aber es ist fast aus. Vor genau einem Monat war ich beim Tiny Camper Treffen in Walhausen in Thüringen und da war es so schön warm und wir konnten schon draußen frühstücken und jetzt ist es richtig kalt und ich habe mich entschlossen, heute hier drin mein Frühstück zuzubereiten und zu essen. Als erstes natürlich erstmal Kaffee kochen. Übrigens die Deckenhöhe, die habe ich ganz genau abgemessen. Also mein Bett habe ich ganz genau so konstruiert, dass ich hier genau reinpasse. Wenn ich also das Auto mal verkaufe und der Mensch ist dann 1,74 Meter, dann wird es eng. So, langsam wird es voll hier auf meinem Parkplatz. Da steht Werner und ich verziehe mich jetzt hier, bevor es noch voller wird. Und schaut mal den Ausblick hier. Da sind die Felsen, die Tafelberge. Und mal sehen, welchen Tafelberg ich heute erklimme. Ich struggle gerade ein bisschen mit meinen Schuhen. Ich habe seit Monaten nur Barfußschuhe angehabt. Und jetzt hier richtig mit festen Schuhen zu laufen, ist schon eine Nummer. Hier kommen jetzt viele Erinnerungen in mir hoch. Ich war hier schon mal auf dem Platz. Damals gab es meine Cassie noch und das war hier ein wunderschönes gelbes Rapsfeld. Da ist der Hauptweg und jetzt sagt Komoot bei nächster Gelegenheit rechts. Tatsächlich gibt es hier so ein kleinen Trampelpfad. Ich bin schon gespannt, wo ich lande.
Hier habe ich eine Bove gefunden. Wisst ihr, was Boven ist? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Als Jugendliche war ich oft hier und dann sind wir hier hochgekraxelt, haben in der Bove geschlafen, eine leckere Erbsensuppe gekocht und eine richtig schöne Zeit. Jetzt ist es leider verboten, hier in den Boven zu schlafen. Ich glaube, das liegt daran, dass sich die Hälfte der Menschheit nicht an Ordnung und Sauberkeit hält und darum wird einfach alles gesperrt. Also dieser Weg ist auf keinen Fall langweilig. Hier geht er weiter. Aber ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Da war jemand so nett und hat Treppen gebaut. Das ist hier übrigens der Kleinhennersdorfer Stein. 300 und ein paar Meter hoch bin ich jetzt. Und von da unten, da wo es so grün zu sehen ist, da komme ich her. Schaut mal, hier hat jemand wahrscheinlich ein Feuer gemacht. Das sieht man daran, der hat praktisch die Rinde eingeritzt und sich dann davon was geklaut. Denn Birkenrinde brennt immer, auch im nassen Zustand. Ist so ein kleines Sunderwunderwerk. Da sitzt auch ein Specht. Seht ihr ihn? Ein Specht klopft immer an einem Baum, der etwas krank ist. Ja, schön hier oben. Und das Coole ist, unten auf dem Hauptwanderweg, da war es echt voll. Und hier bin ich ganz alleine. Also geht auch mal abseits der Hauptwege. So, hier geht's weiter und da will ich hin. Wow, was für eine Aussicht. Hier geht es übrigens steil bergab. Und da hinten, das ist der Königstein. So schön hier. Hier ist so eine Höhle noch, eine ziemlich große. Ich will euch mal kurz einen Einblick geben, was hier los ist, wenn man hier so auf Wanderwegen spaziert. Hier ist richtig viel Menschenmasse. Ich hau wieder ab. Die Höhle war besetzt. So, und ich gehe jetzt weiter. Etwas abseits der Hauptwanderwege. Jetzt wird's wieder ruhiger. Ich wollte nur mal sagen, das ist eher ein unbekannterer Ort hier, wo so viele Menschen sind. Ich möchte nicht wissen, was heute an der Bastei los ist oder auf der Festung Königstein. Da muss ja noch mehr Trubel sein. Da kommen wir her und da will ich hin. Ich soll euch mal kurz zeigen, wo ich bin. Also das Auto steht in Kleinhennersdorf. Und dann bin ich hier lang gewandert zum Kleinhennersdorfer Stein. Und mache jetzt eine Runde zum Papststein. Und dann gehe ich irgendwie wieder zurück. Schauen wir mal. Jetzt geht es hier auf den Papststein. Also ich muss hier nach oben jetzt. So, ich habe das Tal überwunden und schaut mal, dort habe ich vorhin gestanden, wo die mit der roten Jacke steht und habe den Ausblick auf den Königstein genossen. Genial! Das hier ist übrigens Papstdorf. Aber ich muss weiter nach oben. Ihr hört, ich schnaufe, aber es hat sich gelohnt. Hier kann ich eine Jause machen. Wieder eine schöne Aussicht. Da ist der Lilienstein.
der Königstein. Und hier ist der Gorisch, dahinter der Pfaffenstein nicht zu sehen. Jetzt gibt es erstmal eine Soljanka. Da sind auch die ganzen Felsen im Hintergrund. Übrigens alle Tafelberge, die hier auf Stein enden, wie der Lilienstein, der Königstein, die bestehen aus Sandstein. Und dann gibt es ja hier noch den großen Winterberg. Der ist hier so ein bisschen um die Ecke. Der ist vulkanischen Ursprungs. Wie ihr seht, ich habe mich gestärkt und bin schon wieder unten. Wenner, seht ihr die Autos? Da müssen wir hin. Jetzt noch einmal hier ringsherum laufen. Und da hinten sind die Schrammsteine. Von hier aus sieht man den Parkplatz noch mal besser. Ich bin jetzt schon die ganze Runde rumgelaufen. Eben stand ich da oben an der Ecke. Ich bin wieder da. Yeah! So, jetzt bin ich hier noch direkt an der Elbe und zwar in Tschechien. Ich wollte noch eine Kleinigkeit zu Ostern für meine Eltern mitbringen. Und ja, darum will ich mal hier auf den Markt gucken. Heute ist ja Karfreitag, alles andere hat ja zu. Schauen wir mal. Da drüben die andere Seite, das ist übrigens schöner, noch Deutschland. Ein wirklich hübsches Örtchen ist Rensko. Leider ist der Ort voll von diesen Geschäften, die Duplikate verkaufen. Aber ansonsten wirklich schön und auch sehr touristisch. Hier sind auch viele schöne Wandergebiete und da fährt so eine Bimmelbahn zu den Ausgangsorten. Also wirklich sehr gut touristisch erschlossen. Ich finde dieses Hotel so hübsch. Das liegt hier auch direkt an der Elbe und ich weiß nicht, wie der Zufluss hier heißt. Aber wirklich hübsch von der Architektur und so. Die Bimmelbahn, ganz leer. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ganz wichtig, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Bye, bye!